Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Carchon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Thank you.
Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Oha. Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Ut lex vel, ut nex sumito. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Ich entferne den Steinzylinder. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ich entferne den Steinzylinder.
Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Das Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Die Platte ist viel zu schwer für mich. Ich brauche eine Lücke zum Ansetzen. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Utleks Weg. Ich nehme die Geschosshülse weg. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. In dem alten Schreibtisch finde ich nichts. Der wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Nicht wirklich hilfreich. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Faschistische Flaggen. Purer Hass.
In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Oh mein Gott! Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. Mist, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Die Schublade geht ganz leicht rauszuziehen. Nur wieder reinstecken klappt nicht mehr. Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Aber es muss doch noch mehr zu entdecken geben. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Carchon hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Carchon in dieses Bild? Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Eines ist klar. Irgendwer aus Carchons Umfeld hat mich überwacht.
habe die Notiz entziffiert. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershans Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen.